Er hat Hunger, er möchte was essen. Wir halten hier mal an. Hier ist die Imbusbude. Ihr hört Sascha am Handyfunk und Monas erster Anleger für euch aufgezeichnet hier. Wir hoffen, dass alles gut geht. Wir haben keine Bedenken. Mona hat Kapitän neben sich und Holder ist auch relativ entspannt. Wer super entspannt ist, sind die Hunde. Die finden das mega cool hier. Also ich kenne die ja auch wirklich hippelig. Aber die sind sowas von relaxed. Peter, gefällt's dir? Können wir mal Pipi machen? Ja, Pipi machen. Es ist so schön hier, Leute. Aber ich wollte mal festhalten, wir halten jetzt nur an, weil Tobi nochmal. Ja, Wolfgang, unser Fremdenführer und Kapitän hat das für uns eingebaut hier. Aber das klappt super. Sauber. Jetzt andersrum. Ja, so geht's. Hammer. Super, Applaus für Monas. Erste Anleger. Ich auch mit dem Auto ein. Genau. So schräg parke ich auch mit dem Auto ein. Bravo. Und der Schaukel. Ich habe das gar nicht gezeigt, dass es so schräg war. Ich bin anders aber weggegangen. Du verpasst es wirklich. Und dann waren wir fürstlich Pommes speisen. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Smakelig. 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 Oh, wieder was gelernt, seht ihr mal. Wir haben einen Zwischenstopp gemacht mit zwei Schiffen und davon lassen wir jetzt eins da und fahren mit einem weiter, weil wir denken ein bisschen in der Natur und an der Nachhaltigkeit. Und werden euch weiter informieren, was wir treiben. Aber es ist der Hammer. Es ist echt für jeden was dabei. Ob wild oder gediegen. 1, 2, 3, 4, 5 Sterne. Und da sehen meine Augen noch was. Lustiges Elektroauto. Wer kommt da lang? Die Mona. Von der kleinen Gassi-Runde. Hallo. Ich muss den Zuschauern unbedingt noch dieses kleine, lustige Golfkart zeigen. Ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich als Golfkart zugelassen ist. Aber die Dinger kann man auch nur hübsch machen. Seht euch das mal an. Ja, es ist definitiv kein Ferrari, auch wenn es vorne drauf steht. Aber nett, lustig. Weiter geht's. Ihr seht, wir haben Spaß mit dem Seebär und dir, die das Moby Dick. Tschüss, bis gleich. Knopf drücken. Knopf drücken. Drauf, jawohl, Leinen los. Wie heißt Vorleine los? Und es geht los. Herrlich, oder? Denkt man natürlich auch an die Unterhaltung. Wenn einem wirklich langweilig sein sollte, wobei uns gar nicht langweilig ist, dann macht man ein schönes Quartett. Wann habt ihr zum letzten Mal Quartett gespielt? Ist das, was ist das eigentlich hier? Super Trumpf mit Autos. Autos der 70er. Wie geil. Das wird jetzt live dabei. Wir stellen jetzt die Kamera auf. Ich bin gespannt, wer das gewinnt. Ein schnelles Quartett für die Zuschauer. Ich fand das so kultig. Okay, fang du einfach mit immer an. Wir haben das immer gespielt. Wir machen das höchste Gewinn. Ja. Nur ihr beide habt ihr mich jetzt gar nicht. Toll. Ich auch. Mach hier Kamera. Na, warum macht ihr aber weiter? Hubraum. Ja? 1970. 1807. Ich bin alt. Ja, aber du, hattest. Hubraum. Also ohne was zu sagen, die nächste Karte ist meine. Ja, mit Sicherheit. Hast du die 1A oder wie? Oh. 0 auf 100. Oh, ich sag ja, ist meine. Loser. 5,5. Loser. Ich war aber gut dran mit 9. Okay. Frage an alle Zuschauer. Kannst du das Auto nochmal holen? Wie spricht man das richtig?
Lamborghini Countach. Countach. Komplett falsch, Lamborghini Countach. Countach. Habe ich immer gelernt im Fernsehen, das war so typisch. Oh, da kommt ein Schneller von hinten. Oh, guck mal. Ja, ja, hier, so geht's aber nicht hier. Ja, das ist, geht ja aber gar nicht hier. So, wir sind raus hier, viel zu viel Action. Tschüss, viel Spaß. So Leute, jetzt sind mittlerweile 3 Stunden vergangen, die beiden spielen immer noch im ersten Spiel und es ist nach wie vor unentschieden. Bis gleich. Okay, ich melde mich wieder mal aus dem Quartettstudio an Bord der Moby Dick. Es ist wirklich immer noch spannend, nach genau 7 Stunden und 21 Minuten mit einem Quartettspiel. Der Weltrekord ist bereits eingetragen. Zuerst sah so aus, Sascha von wie heißt der Kanal? Wir sind Camper. Der Gewinner wäre, aber mittlerweile zieht Holger von den Alphys. Du siehst es, ne? Voll durch. Ja, der hast aber einen größeren Stapel. Aber es ist kein Ende in Sicht, deswegen melden wir uns dann später wieder. Hey Leute, jetzt ganz ruhig. Das ist ein ganz ruhiges Plätzchen. Wir sind nämlich im legendären Mückenloch. Das heißt hier so. Und das sind ein paar ganz tolle Anleger, wirklich paradiesisch. Guck mal. In welchem Loch bist du hier? Und Mona dreht im Mückenloch. Da liegen ganz schöne Kutter drin. Mein lieber Schieber, die Nike ist da. Nike ist auch Schnieke. Hier haben wir die Nina 2. Total schön. Hammer, ne? Wahnsinn. Tanja, wie findest du da in den Mückenloch? Guck mal, also, Mona hat so Spaß mittlerweile. So unfassbar. Nee. Hast du einen Tempomat, einen Autopiloten dabei? Also, jetzt geht's aber los. Mückenloch. Die Mückenloch, ja. Mückenloch. Schön, aber es ist wirklich schön. Ja. Ja. Das war jetzt Wendeln in 13 Minuten. Geil, geil. Ich muss aber Lenkrad wieder umlegen, sonst drehen wir noch eine Runde. Ja. Wollt ihr noch mal? Die nächste Fahrt geht dann wie auf die Kirmes, ne? Hier wollte ich gerade sagen, aber nächste rückwärts. Einsteigen, zusteigen, dabei sein ist alles. Ja. Das Mückenloch war mal bekannt als ruhiger, chilliger Punkt für ja, genau. Nachdem wir jetzt weg sind, bevor Mona kam. Und einen Drift gemacht hat. Wir sind zurück im Heimathafen, die Moby Dick. Die kennt ihr schon. Den Seebär, da war der Sascha drauf mit seiner lieben Frau. Die Sharky, die haben wir vorher abgestellt, da war ich drauf. Wir sind dann mit einem Boot weitergefahren, beziehungsweise erst mit zwei und dann mit einem. Und da gibt's was für die große Familie oder für zwei Leute, die Platz haben wollen, richtig Platz haben wollen. Die wird auch gleich in die Charter gehen. Und deswegen schauen wir uns das Schiff noch ein bisschen an. Und der Wolfgang ist schon da. Hallo. Perfekt, wir hatten einen geilen Tag, oder? Ja. Richtig schön. Genau. Aber der ist ja noch nicht zu Ende. Nee, ne? Das geht weiter. Juhu, ja. Und ihr solltet das unbedingt machen. Wir sind alle so entschleunigt. Das ist wirklich der Hammer. Ja. Du bist gezwungen, auch mal nichts zu machen. Das ist das Tolle. Die Seehorse ist wie lang? Die Seehorse ist 8,50 Meter lang. Wow, ist ein Bringer. Ja, und über 3 Meter breit. Ja. Und hat einen Tiefgang von 80 cm und okay. Ist eine 50 PS Peugeot Dieselmaschine drin. Im Tiefgang sind wir aber jetzt nicht anders als bei wir den anderen. Wir sind in etwa anderen. Alle gleich. Die ja, liegen cool. Alle so um die 80 cm. Das ist auch üblich auf diesen Binnenrevieren, oder? Ja, von den Schiffen hier. Von es gibt auch Schiffen, ja. Die haben 1,20 Meter, 1,50 Meter Tiefgang. Ne? Also die müssen halt ganz nicht, anders gucken. Genau, das liegt halt dran, was du jetzt halt für ein Schiff ja. Hast. Ne? Übrigens, wenn jemand sich überlegt, ist da alles safe? Ja, sogar die Schwimmwesten sind an Bord, liebe hier Leute. Ist alles dabei, ja. Das ist Ehrensache. Die Flaggen sind ja auch richtig beflaggt oder richtig ist gesetzt. Auch richtig, genau. Ganz wichtig. Es ja. Gibt so gewisse Seefahrtsregeln, ja. Die soll man sich halten. Und ja. Ich habe heute schon die Frage gestellt, wie sieht denn das aus mit den Fendern? Ich bin ja. Segler und da war es verpönt, die Fender draußen zu lassen. Ja, ist auch normalerweise, nur halt bei Mietschiffen, da ist es halt dann so, dass man dann sagt, dann halt, dass, sicher man, dann, dass man dann sagt, die Fender bleiben sicherheitshalber draußen, ja. Ne? Weil ich sag jetzt mal, Leute, die noch nie Boot gefahren haben,
die haben nicht die Übung, um natürlich dann schnell die Fender zu setzen. Ja, und dann ist es dann auch sicherer und auch für die Leute entspannter, wenn sie halt draußen bleiben. Du bist ja auch oft in Schleusen und so weiter, genau, und legst oft an, gleich draußen hängen lassen. Genau. Auch die eigenen Schiffe machen das meistens, genau, habe ich gesehen. Das ist nicht mehr wie früher, wo das so verbunden war. Das ist jetzt mittlerweile, ist das heute schon ein bisschen. Das ist natürlich schon cool, du kannst ja hier ganz bequem entlang gehen. Da wird es natürlich ein bisschen raus, enger. Warm drin. Ja, das glaube ich. Wir gehen dann gleich nochmal rein und gucken uns das von außen nochmal kurz an. Da liegt sie. Das Seepferd. Das ist ein echtes Pferd. Das ist kein Pferdchen, das ist ein Pferd. Ja, das ist ein Pferd. Das ist ein ausgewachsenes Pferd. Ausgewachsenes Pferd. Aber schön da an Deck zu liegen. Solar hast du immer dabei, habe ich gesehen. Solar ist drauf, ja. Da sind 100 Watt Paneel. So, und du hast auch 400 Amperestunden Batterien drin, so dass du auch mal 3 Tage autark draußen auf dem See liegen kannst. Ohne dass du, liegen die Leute, ja, du toll kannst im Prinzip einfach draußen in der Natur bleiben und musst nicht überall eine Steckdose suchen oder so und hast dann wirklich Zeit und kannst ganz gemütlich draußen schön relaxen. Ne? Werden wir ja weitermachen. Und ihr solltet es auch machen. Kann man nicht oft genug sagen. Genau. Natürlich der Besen, der berühmte Enterhaken ist noch dabei, mit dem man dann Finder fischt oder sonstige Dinge. Ja, so ein Manöver-Bock-Manöver, wir hatten gerade, oder so, ne? Wir haben gestern gelacht, wie hat sich das geändert? Mann, Frau und divers über Bord. Ja, keine Ahnung. Im Gender-Wahn. Ja. Mann über Bord, das war eine klare Geschichte. Ja, hier ist natürlich ein Megaplatz. Wow. 6 Leute zum Schlafen oder 4 bequem? 6. Du hast vorne ein Doppelbett, du hast rechts und links diese Sitze und du kannst die Rückenlehnen hochklappen, dann hast du im Prinzip rechts und links ein Stockbett. Wieder so, wie wir es dann gesehen haben. Und wenn jetzt alle Stricke reißen, wenn jetzt nicht wie du gerade 2 Meter groß bist, dann könntest du ja hier hinten noch einen Siebter schlafen. Ja, stimmt, genau. Ja? Oder bei schönem Wetter, einfach in der Nacht, wenn es warm ist. So genau, jetzt lässt da alles offen und kannst dann super da schlafen. Dann, ne? Ist aber super durchlüftet. Wenn du die Seitenstücke aufmachst, das bleibt bitte immer drauf, liebe Schatz. Das unten, bleibt ist drauf. Klar. Ja, aber ja, man kann die vordere Hälfte kann man quasi lösen und legen und dann hast du auch hier wie so ein Cabrio was da durch. Man ist aber eh dankbar, dass man einen Sonnenschutz hat. Ja, weil du hast dann Schatten, weil sonst hast du gar keinen Schatten. Richtig. Und dann knallt die Sonne erbarmungslos. Ne? Wenn man Luft braucht, reicht das voll und ganz. Großer Kühlschrank mit Gefrierfach, ne? Kompressorkühlschrank, also Bier wird nicht warm. Auch ganz wichtig. Ja. Na? Geil. So. Der Steuerstand. Vorwärts, rückwärts. Und das ist interessant. Ja. Das ist, viele meinen, oh prima, ein Becher hab. Auch, ja. Na? Auch. Kann man auch einen Becher stellen. Aber in Wirklichkeit ist das halt ein Gasbegrenzer, damit die Leute nicht nur permanent Vollgas fahren. Und um die Maschinen so ein bisschen zu schonen, dass die nicht bis zum Erbrechen. So einfach geht es. Die sind ja auf Langlebigkeit ausgelegt. Die müssen wir hier nicht über. Das sind alte Motoren und die kann man nicht und dann gerade dann im Kalten und dann nur Vollgas, das machen die nicht lange. Dafür haben wir das gemacht. 2000 Umdrehungen mehr haben wir nicht gehabt. So das reicht auch. 2-1, vollkommen ausreichend. Die einzigen, die echt schnell fahren dürfen, ist natürlich die Polizei, hier in Holland Politie genannt. Und die saßen vorhin echt cool drauf. Ich habe sie erst gar nicht gesehen. Ich kannte das bis jetzt nur aus Spielfilmen. Den Jetskis, ne? Auf mega riesen Jetskis in ihren coolen Uniformen. Und dann sind die aus der Schleuse rausgeballert. Wow, das macht aber echt Eindruck. Ja? Ja. Den haut hier keiner ab. Ja, es gibt schon ein, zwei Privatdinger, aber der meiste Teil, vor allen Dingen, wo willst du hin? Du hängst hier zwischen 2 Schleusen. Ja. Irgendwo ist Ende, ne? Ist Ende. Entweder kriegen sie dich an der oder an der Schleuse. Stimmt. Ne? Also und kriegen tun sie das sowieso. Die meisten kennen sich auch. Und was ich ganz toll finde, wir grüßen auch im Wohnmobil. Man machen mal so und hin und her, du weißt es. Aber hier kommt sehr viel Freundlichkeit noch dazu. Bei uns ist immer kurzes Vorbeihuschen und ihr das wirklich begrüßen, kurzen Quatschen miteinander, wie auch immer. Da ist wirklich eine super Community unterwegs. Genau. Und jeder ist akzeptiert, der wird nicht geäugt, wer ist Anfänger oder wer ist. Nein, nicht. Da geht es auch nicht so, guck mal, was der für ein Mega-Yacht oder so. Ne, ob du jetzt mit einem alten Ruderkahn kommst oder ob du da mit einem 300.000 oder noch absolut mehr kommst, ist alles gleich. Und bei uns sitzt man auf dem Campingplatz und guckt der dicke Liner und hier wird geredet oder, finde ich immer so ein bisschen fragwürdig, aber muss nicht sein. Ich sag mal,
die meisten Leute, die auch diese Schiffe oder diese Boote haben, die haben sich das auch irgendwo natürlich erarbeitet. Natürlich, kann man doch denen gönnen. Und das muss man auch mal sehen. Ne? Aber Neid muss man sich auch erarbeiten. Ja, ja, es gab mal so einen guten Spruch. Ne? Ja. Mitleid kriegst du geschenkt, Neid musst du dir hart erarbeiten. Ne? Das ist halt so. Ne? Ich finde auch. Solange es nicht geklaut hat, das Geld ist bei mir alles in Ordnung. Ne? Also wenn die Leute dafür hart gearbeitet haben oder was, dann finde ich das vollkommen legitim. Dann finde ich das auch korrekt. Und von zu Hause auf der Couch liegen, in die Nase bohren und kommt nur über andere herziehen, ja, die haben, es tut mir leid, nicht anders verdient. Mein Mann, Wolfgang sagt genau richtig. Jetzt dann natürlich auch mit 2 Metern Größe Stehhöhe. Du kannst komplett stehen, ja. Hier, guckst du mal. Ja. Und dann natürlich auch schön runtersteigen in die Kajüte. Ich mag diesen Charme, den du, Gott sei Dank, beibehalten hast. Ja. Sowas in die Neuzeit zu versetzen, wäre eine Todsünde. Nein, das ist... Die Schiffe haben Charme, die Schiffe haben Charakter und den muss man halt erhalten. Klar haben wir einiges modernisiert, auch die Technik oder so, aber man muss so ein bisschen das Alte mit dem Neuen so ein bisschen verbinden und dann bleibt auch der Charakter von diesem Schiff erhalten. Ne? Perfekt. Und so muss das auch sein. Ne? Messingarmaturen hier, die Uhr, der Barometer, so wie man sich's vorstellt. Ja, guck mal, wie die Lampe beispielsweise. Alte Messinglampe, gut, da ist LED-Lampe drin, ne? Ja, aber kombiniert, aber warum muss ich da jetzt so ein hochmoderne LED-Strip oder so? Das passt auch gar nicht zu dem Schiff. Ne? Da draußen stehen schon die Gäste, schätze ich. Genau, das sind die Gäste schon. Das sind die Gäste, die jetzt aufs Schiff dürfen. Die haben uns freundlicherweise noch ein bisschen Zeit gegeben, dass wir euch das kurz zeigen können, dass wir alle Schiffe ablichten. Dann wisst ihr genau, was euch erwartet, Herr Wolfgang. Ja, die gucken wir da rein. Wurde von uns auch schon benutzt auf den anderen Schiffen? Geht alles problemlos? Ja. Danke. Geil. Küche haben wir ja jetzt an. Gehe ich noch einmal drüber. Das ist ja nicht kurz genug gezeigt, aber lang genug. Also du hast im Prinzip alles auf dem Boot, was du für eine Woche oder Wochenende oder so brauchst. Ja. Du musst halt nur dein eigenes Bettzeug mitbringen, aber ansonsten hast du ja alles, was du brauchst hier. Es ist kein Luxus, es ist Wassercamping. Ja, du Wassercamping, du hast es gesagt. Ne? Und dann nochmal so ein bisschen back to the roots. Ne? Und der Wichtigste halt bist du, weil ich finde dich, du passt, du bist ein cooler Typ, du machst es wirklich ganz liebevoll, mit Leidenschaft, kann man nur loben. Es gibt ja auch so Leute, die da wirklich nur schauen, dass sie Geld abzocken. Nein, mir geht's gar nicht so ums Geld. Das ist nicht sein Ding. Absolut. Nein. Ich danke dir, Tobi. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Bam! Ciao. Top ruft. Ciao, ciao. Hey Leute, ist total gemein. Der Sascha, der hat ein Gebäude gefilmt, das ich zuerst gesehen hatte. Stimmt doch gar nicht. Doch, der Wolfgang hat es mir zuerst gezeigt. Jetzt hast du so einen Balken, weißt du wie? Ist schön. Der ist schön. 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 Hörst du jetzt auf? Die leckeren Lokalitäten mit lecker Apfelkuchen. Die seht ihr übrigens dann gleich noch. Wir haben unseren Abschied schon vorproduziert, in Anführungszeichen. Aber allein wegen dem Apfelkuchen musst du schon herfahren. Dann triffst du sicher auch Wolfgang. Ja. Und dann kannst du am Steg gucken. Sag mal, wir hatten viele Themen. Wir zeigen euch jetzt dann noch den Seebär. Den hat übrigens der Sascha gemacht. Und deswegen werden wir euch die Scharke zeigen, auf der ich war. Ein bisschen ausführlicher, ein paar Minuten. Genau. Also Moby Dick, da waren die Alfis drauf. Mona und Holger haben wir ja ausführlich gezeigt und viele Fahraufnahmen und so weiter. Mhm. Wie ist es, wenn ich das Ding in Tagen mieten möchte? Das lohnt sich doch gar nicht, oder? Nee, das machen wir auch nicht. Wir machen in der Regel nur Wochenende oder halt Woche oder halt mehrere Wochen. Mhm. Der Aufwand jetzt für nur ein paar Stunden rumzuschippern, das rechnet sich nicht. Kenne ich von der Wohnmobilvermietung auch, ja. Ja. Sieht das nicht richtig? Ich habe einen Sprachfehler, ich muss mal. Die Moby Dick. Die kennt ihr schon. Das war das Schiff der Alfis, die Yacht, die Binnenjacht.
Aber könntest du auch aufs Meer raus damit? In Uferregion? Ja, ich sag jetzt mal, da muss ganz ruhige See sein und dann könntest du schon im Küstenbereich. Aber da muss auch wirklich gestochen glatte See ja, sein. Ist vom Rumpf her konzipiert für Binnen. Ist Binnenschiff, genau. Genau, haben wir das Thema. Moby Dick haben wir ausführlich gezeigt. Zibia. Link oben im Video zu sehen. Das hat natürlich der Sascha ausführlich vorgestellt. Genau. Und wir haben aber noch die Sharky. Auf der Sharky war ich. Wir haben ja auch übernachtet drauf. Und alles genutzt, so wie ihr das auch machen könnt. Und ihr seht ja vom Auftritt her, das ist das, was wir anfangs gesagt haben, das sind die Derax. Dörax. Dörax. Ich hab's immer noch nicht. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Ich bin also so ein Wohnmobil-Freak. Und alle im gleichen Alter, ungefähr im gleichen Alter? Ja, die sind alle aus den 60er, 70er Jahren. Und die Sharky war jetzt das kürzeste Schiff der Flotte? Die Moby Dick ist genauso. Ist die genauso? Beides, sind beides 650er. Alles klar. Sind beides dieselben Schiffe, also von der Rumpflänge her. Ja, stimmt. Beide. Aber da hast du nochmal das Persenning-Verdeck ein bisschen weitergezogen. Und die hat halt oben jetzt die feste Flotte. Alles klar. Jetzt habe ich den Unterschied auch gecheckt, obwohl ich auf allen Schiffen war. Das ist immer. Wie ich aufpasse. Geht gar nicht. Ja. Tobi. Da haben wir es nochmal drauf. Unten findet ihr es natürlich auch. Super bequem zu sitzen ist vorne. Wir saßen so viel vorne drauf oder oben drauf liegen. Ja, du kannst eigentlich hier überall fahren, schmeißt, wo es schön ist, schmeißt den Anker und dann kannst du dich vorne drauflegen und chillen. Ne? Oder weil ich auch viel habe, dann kommen Angler und die sitzen dann da vorne und angeln. Mhm. Ne? Mhm. Was gibt es Schöneres? Braucht man hier einen extra Angelschein? Man muss einen extra Angelschein haben, das ist nicht wie in Deutschland. Ja. Du kannst hier online einen Angelschein, den sogenannten Fispass, den kannst du dir hier online kaufen und dann kannst du ganz normal angeln. Der kostet für das ganze Jahr was um die 50 Euro. Und dann ist gut. Und dann ist gut. Okay, bei uns muss hier regional und so weiter verschiedenste Bestimmungen einhalten. Das Fender-Thema hat man schon besprochen, die dürft ihr gerne und sollt ihr auch außen hängen lassen. Die sollen alle so bleiben. Und seid ihr so safe. Damit da nichts passiert. Dun, 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 dun. Das Seahorse hat man auch vorgestellt. Folgt natürlich auch der Link, ist ja klar. Und ich spring mal voraus. Mittlerweile habe ich ja schon Routine und setze mich wieder auf die zweitliebste Bank, aber das bleibt eben selber überlassen. Du hast natürlich genug Möglichkeiten, gerade bei so einem Wetter, wo es so heiß ist. Ja. Der Fahrtwind ist immer so angenehm. Ja. Gut, ein Schiff konnte man jetzt leider nicht vorstellen, weil das permanent momentan in der Vermietung ist. Das ist die Robby, die 87er, aber die kann man gerne auf unserer Website sehen. Genau, könnt ihr alles sehen, ist auch alles schön bebildert. Die Seahorse war jetzt auch zwei Nächte unterwegs. Die war jetzt auch fürs Wochenende komplett weg, genau. Auch wieder gesund zurück. Aber mit den Schäden, das glaube ich, hält sich ja in Grenzen. Hält sich in Grenzen, dadurch, dass es ja auch Stahlschiffe sind und wir so viele Fender dran haben, hält es sich wirklich in Grenzen. Klar, es gibt sogenannte Kampfspuren, sagen wir da dran, vom Anlegen, von den Schleusen oder so. Aber da sind wir auch bemüht, die dann immer wieder schön beizumachen. Nee, es macht alles einen Tipptopp-Eindruck. Ja. Müssen wir überhaupt nicht reden drüber, ganz klar. Wie ist denn das mit der Flaggenkunde? Das hat man mal kurz angespitzt, das Thema. Ja. Die Gastlandflagge ist ja das im Grunde jetzt. Nein. Oder deine Nein. Heimatflagge. Bei jedem Schiff ist ja im Prinzip so, der Standort quasi die Flagge, die hinten dran hängt, die ist immer eignerbezogen. Das heißt, wenn ich als Eigner ein Deutscher bin, kommt da eine deutsche Flagge. Bin ich jetzt ein Holländer, kommt eine holländische Flagge. Das ist immer eignerbezogen und das kann sie ja bis zu 50.000 Euro Strafe kosten, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, eine holländische oder eine belgische dran mache. Ja. Ne? Weil das immer eignerbezogen ist. Dagegen die Gastlandflagge, die setzt man immer an der Steuerbordseite. Also im Schiff gibt es ja auch eine schöne und eine fiese Seite. Die Steuerbordseite ist halt rechts, das ist die schöne Seite, da kommt die Gastlandflagge. Und die Backbordseite ist halt die böse oder die fiese Seite. Früher war es auch im Schiffsbereich noch so üblich, dass auch der Müll auf See immer über Backbord gesorgt wurde, nie über Steuerbord. Pinkeln empfiehlt sich auch nicht, das Steuerbord. Vor allem nicht beim Segelschiff. Ja. Weil da ist Steuerbord, kommt der Wind. Da gibt's ja diesen blöden Witz, warum die Friesennerze erfunden worden sind. Ja. Wenn die gelbe Farbe natürlich da geschützt hat. Ja, genau. Aber das Thema lassen wir raus. Das ist ein Dauerbrenner. Aber das ist wirklich so. Beim Segeln hast du ja den Mast und die Segel sind ja im Lee, beziehungsweise nicht im Lee, sondern im Backbord. Dann fährt das Ding nicht. Und deswegen ist das Thema natürlich bekannt. Ja, Steuerstand, klar, brauchen wir nicht extra erklären, das ist alles ähnlich. Ja. Schlüssel rein, Knöpfchen drücken, läuft. Genau.
Das ist so angenehm, die Diesel, der Dieselschlag. Ja, unten ist die Schublade offen, die müssen wir gleich dazu machen. Die machen wir noch so. Schon unterwegs sind da. Auch für die langen Leute eben gut zu schlafen. Und wie ihr schon wisst, in allen Schiffen von Wolfgang ist natürlich ein Wiedererkennungsmerkmal oder Bezug zum Namen hergestellt. Und das ist herrlich zum Rausgucken. Die legendäre Ahoi-Brause wieder da, das ist auch obligatorisch. Und dann haben wir hier noch die Möwen. Und genau so sieht es dann aus. Toll. Spitzenmäßig. Hier hast du einen Stauraum und da hast du gesagt, komplett ausgestattet, überall. Ist im Prinzip das, was man alles so braucht, ne? Das ist halt kein Luxus, wie ihr sagt, das ist alles Wassercamping. Ja. Aber die wichtigsten Sachen, die man braucht, die sind alle an Bord. Alles da. Die Leute müssen halt nur ihr eigenes Bettzeug mitbringen. Richtig. Weil, ich sag mal, wenn ich jetzt noch anfangen müsste mit Bettwäsche waschen und. Aber da hast du so ein kleines Wägelchen, dann kannst du dir vom Auto hier Auto alles bis direkt alles draufpacken. Genau. Da hast du nicht hier einzelne Kisten rumzutragen oder ähnliches. Prima, an alles gedacht. Toll. So. Schade, dass es zu Ende geht. Ja. Aber ein paar Mal habe ich schon gesagt, wir werden wiederkommen. Ihr dürft jederzeit gerne wiederkommen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Das wollte ich noch fragen, das ist mir aufgefallen. Du kannst jetzt alles nach oben schieben. Man oder könntest du? Im Prinzip nach oben schieben. Ja, genau. Ja. Wenn dich das stört oder sonst was. Aber man kann es auch dann halt so drehen und dann hast du halt hier die Schublade. Ja, genau. Da ist dann noch das Besteck drin. Ja. Na? Man könnte es komplett zur Seite drehen oder halt man hat die Möglichkeit, man kann es höher setzen. Prima. Na? Nochmal danke und jetzt kommt gleich die große Verabschiedung. Ja. Bis bald, Wolfgang. Bis dann. Tschüss. Gerade auf der Toilette. Und da denke ich mir, nimmst du die Kamera, weil hier geht's zum Campingplatz. Super schön, super groß. Also wenn das Wetter nicht so toll ist, hat hier genug Platz zu speisen. Und es ist sehr gut. Wir waren hier essen und haben uns echt saumäßig wohl gefühlt. Da empfiehlt es sich natürlich, einen Tisch zu bestellen. Aber ansonsten ist es wirklich eine Traumlocation. Ich zeige es euch für den Außen gleich nochmal. Gehen wir mal mit, dass ihr seht. Da liegen die Schiffe von Wolfgang. Der Wolfgang sitzt auch schon hier. Wir gönnen uns noch ein Stück leckeren Apfelkuchen. Und hier habt ihr die Einfahrt vom Campingplatz. Information, Anmeldung, wie gesagt, alles gut. Und hier könnt ihr dann gemütlich chillen. Und ich gehe jetzt mich verabschieden von Wolfgang, beziehungsweise von euch. Denn, Wolfgang, schmeckt's hier? Ja, super lecker. Ich komme gleich zu dir, ich zeige dir den Rest vom Gastgarten. Ja. Guckst du mal, ganz aufmerksames Personal, wirklich schön. Kann man nur empfehlen. Und der Blick belohnt sowieso. Es ist wirklich chillig. Also, liebe Leute, ich sage jetzt Wolfgang stellvertretend für die Zuschauer und vor allem für uns, für Sascha und für die lieben Alfis, ist gleich Holger und Mona. Herzlichen Dank. Ja, kein Ding. War eine geile Geschichte. Wir haben es im Video auch schon gesagt, wir sind uns hier nicht schuldig. Nein. Absolut nicht. Wir haben uns kennengelernt und das ist ein Video, für das wir kein Geld bekommen. Wir haben von dir die Ehre gehabt, die Schiffe nutzen zu dürfen. Genau. Und das ist eine Gegenseitigkeit, ist mir ganz wichtig für die Transparenz im Kanal, dass wir nicht meinen, wir fahren der Geld rum und zocken alle Leute ab. Da gibt es nur einen, der das macht in der Branche. Ja. Und das lassen wir ihm gerne. Eben. Wir haben Leidenschaft, der im Herz. Und wir haben lecker Kuchen. Ja. Guck mal. Oh. Ja, ich glaube, die anderen sind zu früh gefahren, ne? Ich denke ja auch. Da werdet ihr mal neidisch sein. Wir haben gefühlt jetzt 28 Grad, schon ungefähr, leider über 30. Ja. Wir genießen den Tag noch. Der Apfelkuchen kommt gleich noch dazu. Genau. Nochmal. Bis dann. Geile Zeit. Nutzt das mal aus. Macht einen Kurztrip nach Lyrmont. Meldet euch beim Wolfgang. Der kennt auch die richtigen Leute hier. Schadet auch nichts. Oder? Plätzchen am Campingplatz dazu buchen über dich oder melden und machen. Alles gut, alles gut. Essen gehen, wenn er was braucht. Er hat eins, der Wolfgang, der hat mehr. Aber das ist ein Bemutterer, ein Bevaterer vor dem Herrn. Der kümmert sich so toll um alles, wirklich geil. Und macht das sicherlich auch bei euch. Ja. Das ist so. Ich guck dir die Bewertungen, dann ist das alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich will eigentlich gar nicht weg, obwohl Düsseldorf schon auch jetzt dann ziemlich geil wird.